smile. Now the sunshine brings the light, fill me up with a flame. I will let you in this game. We'll be right back.
Read the book that I wrote, or all the words that we spoke, yet only with our eyes. Now is the time to choose. Somebody wins and some lose. I can see through your disguise. Lay it down, hope for something better. Looking at the clouds, the slither in the weather. You can't keep this up. The lies are just too much. Kick back, start another fire. Looking at the clouds, making chips that you admire. And you can't stop now, 'cause you don't know how. Boston, 1755, Sequenz 3. Und wie jede gute Mission geht's natürlich in der Kneipe los. Zum goldenen Drachen. Oh, unsere Freunde. Da machen wir gerade mal kurz einen Prozess. Vielleicht ein bisschen lauter, machen wir ein bisschen leiser. So. Ah, scheiße. Egal. Ja, Kollege, komm, verpiss dich. So. Ja, Vollidiot. Da haben die Offiziere auch keine Chance mehr gegen mich. Okay, und ab zur Hauptmission. Mann, jetzt lasst das arme Schwein doch mal in Ruhe. Hat euch doch nichts getan. Oh, wie süß. Okay. Ab in die Kneipe. Ja, nicht auf die Kneipe, sondern in die Kneipe. Hallo Charles. Ist die Frau, die wir suchen, aufgetaucht? Es heißt, dass sie gerade außerhalb der Stadt für Aufruhr sorgt, in einem Dorf namens Lexington. Dann fangen wir dort mit der Suche an. Wir treffen uns da. Okay. Ich tue mal so, als ob ich das nicht schon zweimal gespielt habe. Boah, mit Schnee sieht das ja alles schon ziemlich schöner. Ziemlich schöner, ja. Genau, Askabas, ganz genau. Ziemlich, ne? Weißt du schon. Besser aus. So, das ist das Wort. Aus dem Weg, ich habe Vorfahrt. Autobahn, 60 km/h Höchstgeschwindigkeit. Ja, komm, verpiss dich. Ach, die können mir ja ins Pferd ballern, ne? Oh, ein Pferd am Boden. Egal, komm, die machen wir jetzt auch nochmal eben alle. Oh, ein schönes Schild. Scheiße. Ja, das ist ziemlich scheiße, wenn ich hier gerade die ganze Zeit durch meinen Popschutz gucken muss. Oh, nice one. Ah, da hätte ich gerade schon mal eine Combo hinlegen können. Egal. So, einen müssen wir uns aufbewahren, weil die ballern jetzt hier bestimmt gleich wieder mit den Hucken voll. Oder auch nicht. So. Ja, und ab dafür. Wo ist das Pferd? Da. Weiter geht's. So. Sorry, Schwein. Oh, Sackgasse. Scheiß Köter. Oh. Ja, es tut mir doch leid. Meine Güte, Person auf der Fahrbahn hier. Und Glatteis. Wo ist meine Sitzheizung? Langsam kalt. Okay, ich gehe mal davon aus, dass wir hier easy her können. Natürlich. Ich habe mir mit meinem Enduro-Pferd immer. Ich will ja nichts sagen, ne? Also, das Pferd, ne? Springt easy. Easy über so einen scheiß Zaun. Aber kommt so eine verkackte Treppe nicht hoch. Meine Güte. Und er ist da hier. Sturzbesoffen. Ja, genau so kenne ich Assassin's Creed 3. Ganz genau so. Und nicht anders.
Meine Güte, überall Personen auf der Fahrbahn hier. Piss dich. Linke Spur, blinken und rechts einordnen. Ja, da ist gerade irgendwas verschwunden. Die Menschen verschwinden ja auch. Ganz mysteriös alles hier. Ah, die stöhnen ja alle rum. Alter, was ist denn? Hä? Warum verschwinden die denn alle schon wieder? Habe ich erwähnt, dass dieses Spiel zu 1000% bugfrei ist? Hashtag Sarkasmus. Okay, komm, reiten wir voll durch. Die ballern mich sowieso nicht kaputt. Vollidioten, das lassen sie sich einfach gefallen. Weißt du, und gerade eben einmal ein Offizier angestoßen und direkt ist die Kacke am Dampfen. Okay, Blinker rechts. Meine Güte hier. Ruf gleich die Bullen. Räumen bitte einer diese Verkehrsinsel hier weg. So. Ja, wo will ich jetzt eigentlich überhaupt her? Ach komm, ich habe ja hier ein Pferd mit Stollenhufen. Kann ich auch ruhig mal ein bisschen Vollcross mit reiten. Was? Ach, das ist ein Spitzel, ne? Komm, den reiten wir gerade mal um. Komm, easy. Easy, ja komm. Boah, es gibt eine Sache in Assassin's Creed 3, die ich richtig hasse. Und zwar Verfolgungsjagden. Früher habe ich die nie hingekriegt, weil der Typ immer hochgeklettert ist. Jetzt mittlerweile gehen sie, weil ich weiß, dass man, wie weit ist es denn noch bis dahin hin? Ach, egal. Ach, da kann man ja Schnellreise hinmachen, ne? Hör mal. Ja. Wo müssen wir hin? Häfen. Schnellreise. Vollidiot. Schnellreise. Ja. Okay. Ja. Will ich? Grenzland? Okay. Ja, komm. Passiert heute noch was? Wo? Oh. Ach, natürlich, da. Ja, komm mal hoch. Abstechen wollte ich das noch nicht. Oh, wenigstens mal hier gescheit. Zweispurige Autobahn. Schlecht geteert. Egal. Mal ein 50 Kubik Pferd. 1 PS. Da reiten wir gerade mal eine Runde Vollcross mit. Geht das? Ja, komm, easy. Bam. Sattelfederung ist auch gegeben. So, den Dachs, den haben wir gerade auch mal platt gemacht. Oh, ich wette mit dir, das war sowieso kein Dachs. Oder ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit Tieren überhaupt nicht aus. Komm. Ja, genau, höher. Ab durch die Hecke. Oder auch nicht. Das Scheitelpferd. Ja, komm. Meine Güte, da fahren sie da. Ja, genau, da fahren sie. Da laufen sie mit 180 über die Fahrbahn. Komm. Boah, geil, Alter. So. Ah, ich sehe die Farbe an nicht. Blinker rechts. Ah ne, es war ja sowieso eine Vorfahrtsstraße. Ey! Emma! Geht's noch oder was? Kollege! Hallo. So. Ja, das musste ich hier gerade mal strafrechtlich verfolgen. Der junge Mann hat Flucht begangen. Fahrerflucht. Die Haftanlagen sind leider schon übergelaufen. Was ich gerade schon wieder für Scheiße laber, ne? So. Und ab dafür. Die sie gefunden. Sie hat ihr Lager nicht weit von hier.
Woher weiß er das? Nun, je eher wir sie finden, desto rascher können wir wieder ins Warme. Ja. Dann lass uns mal auf die Suche gehen. Hä, wo ist mein Pferd? Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten, Sir. Ja, komm, hier, Drag Race. Komm. Ach, der reitet ja jetzt hier hoch, genau. Ist ja der hier Vollcross-Pferd? Tut wie verlangt. Ich versuche derweil euch freispringen zu lassen. Ja komm, Kollege. Nur mit einem 125er Pferd. Ich habe hier meine Panigale 1299 oder weiß ich nicht, wie es ist. Das Feuer ist noch nicht lange aus. Die Spuren im Schnee frisch. Sie ist noch nicht weit. Mhm. Das ist auch inwiefern gut, dass ich dass beim letzten Mal die Aufnahme abgeschmiert ist. Und zwar, weil beim letzten Mal bin ich hier ungefähr 10 Minuten im Schnee rumgestampft. Und jetzt weiß ich ungefähr die Location, wo die sich niedergelassen hat. Sie hat sich nach oben gewandt. Aus dem Schnee heraus. Okay, Askabas, du hättest lieber nicht sagen sollen. Komm, wir reiten. Wir reiten. Mhm. Wir gehen einfach mal random den Spuren hinterher. Ach, die Wölfe tun uns ja gerade sowieso noch nichts. Schön. Boah, das macht bestimmt richtig Spaß, Alter. Bis zu den Knien im Schnee und dann Ball mit dem Kopf auch noch in den Schnee zu klatschen. Die Musik ist aber geil. Das ist schön. Warte mal, wo kann die denn sein? Ich hab die doch schon mal gefunden hier. Fuck, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Die ist auf jeden Fall Ivo am Gammeln. Oh nee, Alter, jetzt muss ich die wieder... Oh, ey, Askabas, Mann. Ach da, easy. So, Spoiler, jetzt ballert Charles Lee erstmal voll auf den Wolf. Und deswegen läuft sie natürlich weg. Was auch immer die gerade da macht. Unkraut jäten. Jetzt kommen Wölfe. Und der, oh ja, schön ins Arschloch geguckt. Ist aber auch so ein richtiger Vollidiot, weißt du? Warte, komm zurück! So, jetzt hier. Braddock, Charles, bevor er Verdacht schöpft. Ich komme hier allein. Aber Sir! Kein Aber! Das habe ich beim letzten Mal auch versucht, da in die Astgabe reinzuklettern. Ich muss mit dir reden. Aber das hat er nicht hingekriegt. Wieso auch immer. Ich bin nicht dein Feind! Bitte, hör mir doch zu! Macht sie sowieso nicht. Oh mein Gott, Weib, so lass mich doch sprechen! Genug von diesem Spielchen! Mann, ich bin doch Asthmatiker! Ach komm, jetzt hier keine Show ab. So, warte mal eben. Ja, B und A. Ja, easy. Und der zweite auch noch. Ganz gediege. B und Y. Ja, ich habe das trainiert. So. Die mysteriöse Frau, Alter. Die kann mich mal. Wir haben die einfach eiskalt befreit und sie haut vor uns ab. Ja gut, kann ich auch inwiefern verstehen, weil Charles Lee hat halt genau neben sie geballert und das muss halt echt nicht sein. So, wo kann ich mich noch dran erinnern, dass sie irgendwo in den Bäumen war, glaube ich, ne? Irgendwo mal Arthur oder andere. Ja. Du kostest mich Nerven, Weib! Ja. Okay. Komm schön hier in die Astgabel. Vollidiot. Runter. Los. Okay, und da unten hält sie jetzt an, ne? Ja. Bist du nicht richtig im Kopf?
Mama, kriegst du aufs Maul. Haven, ich komme in Frieden. Warum sprichst du so langsam? Entschuldige. Und jetzt der Name, Alter. Leute, gönnt euch den Namen. Nun, deine Namen fürs Erste. Ich bin Gazidio. Gazidio. Es ist eine Ehre. Gazio? Nenn mich einfach Zio. Okay. Dio? Zio. Zio. Jetzt rastet sie komplett aus. Dann sag mir, warum du hier bist. Ach nee, doch nicht. Es war... Ich habe das in Erinnerung, dass ihr komplett ausrastet. Ach, scheiße. Woher hast du das? Einem alten Freund. Diese Zeichen gibt es nur an einem anderen Ort. Wo? Es ist mir verboten, darüber zu sprechen. So, ich mach das gerade mal hier. Ich kürze das mal ab, weil ich habe ja keine Lust drauf, das hier in die Länge zu ziehen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Assassin's Creed 3. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Canetio. Ah, natürlich. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Mal gucken, ob wir heute oder morgen noch die 20 knacken. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Bis morgen. Ich verspreche nichts. Ich sag nicht, ob morgen eine neue Folge kommt. Weil die Folge, die geht jetzt wieder 25 Minuten. Und das ist schon recht der Abfuck. Weil 25 Minuten hochzuladen an einem Tag ist eine unmögliche Aufgabe. Das heißt, das Video kommt wahrscheinlich sowieso erst morgen. Wir haben heute Sonntag. Wenn ihr Glück habt, kommt es heute Abend noch ganz spät raus. Und ich muss jetzt so eilen, damit ich das noch rechtzeitig hochkriege. Man sieht sich, Freunde. Haut rein und ciao. Mit oder ohne V. Und diesmal V ausgesprochen. In Battlefield 4 habe ich es ja... Ach, es gab es halt die Schnauze. Ciao mit V.